sondern auch ein echter Frauenversteher. Sie haben ja vielleicht auch von seinem Buch gehört, da hat er geschrieben, ich zitiere das, der durchschnittliche Intelligenzquotient von Frauen ist dem der Männer nahe. Zwei absolute deutsche Frauenversteher, die sich hier gegenüberstehen. Philipp Amthor auf der einen Seite, norddeutsch, nicht wahr, konservativ, CDU, jung, dynamisch, Brillenträger und immer mit einem scharfen Spruch zur Stelle. Auf der anderen Seite Maximilian Krahr, studierter Jurist aus dem Osten des Landes, der hin und wieder einige provokante Thesen äußert. Unter anderem in seinem Buch, so zitiert ihn hier Amthor, dass Frauen eben nahezu so intelligent seien wie Männer. Das sorgt definitiv für eine gewisse Aufregung. Inwiefern das dem wahren Frauenbild von Krahr entspricht, kann man nur spekulieren. Jedenfalls haben wir hier den Clash der großen Frauenversteher.